Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser gemeinsamen Zeit, in der wir biblische Sachverhalte intensiv betrachten wollten. Überschrift: Endzeit, die sieben Sendschreiben, die sieben Gemeinden verstehen. Offenbarung 1, Vers 19 und 20. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird, was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Ehe wir mit der Vers-für-Vers-Auslegung des zweiten und dritten Kapitels im Buch der Offenbarung beginnen, müssen wir uns Folgendes klar machen. Im Vers 19 des ersten Kapitels im Buch der Offenbarung erhält der Apostel Johannes den Auftrag von Jesus, alles aufzuschreiben, was du, Johannes, gesehen hast, Vergangenheit, was ist, Gegenwart, und was nach diesem geschehen wird, Zukunft. Die Vergangenheit umfasst alles, was Johannes als Jude, als Fischer, als Jünger Jesu, als Apostel Jesu verstanden und gelernt hat. Der Blick von Jesus Christus stellt die circa 2000-jährige Gemeindezeit, die Kirchengeschichte, als Gegenwart hin. Er blickt von der Gemeindezeit aus sowohl zurück als auch prophetisch in die Zukunft, wobei die Zukunft den größten Teil ausmacht. Gemeindezeit ist alles nach dem Pfingstfest des Jahres 32 nach Christus bis hin zur Entrückung der Gemeinde im Vorfeld der Trübsal. Wir beschäftigen uns nachfolgend mit dem zweiten und dritten Kapitel des Buches der Offenbarung, mit dem, was ist, also mit der Gegenwart. Die Gegenwart meint im biblischen Kontext das ganze Zeitalter der Gemeinde, in dem wir ja auch noch leben, gleichbedeutend mit der Kirchengeschichte. Die Kapitel 4 bis 22 beschäftigen sich mit dem, was nach diesem geschehen wird. Das ist die Zukunft. Folglich bleibt für die komprimierte Zusammenfassung der Vergangenheit das erste Kapitel zusammengefasst in der alles überragenden Person Jesu Christi, des Messias, der sich als der prophetische Autor und Lehrer des Apostels Johannes vorstellt. Mit dem ersten Kommen Jesu Christi veränderte sich die Weltgeschichte auf dramatische Weise. Der Schöpfergott und Vater unseres Herrn Jesus Christus war ab sofort dabei, sich ein Volk von Getreuen aus den Nationen zu formen. Das war möglich geworden, weil Jesus die Sünde auf Golgatha besiegt hatte. Und das gibt jedem Menschen zu allen Zeiten die Möglichkeit, die Vergebung der eigenen Sünden durch Annahme des Opfers Jesu Christi für sich ganz persönlich mit dankbarem Herzen anzunehmen. Die Offenbarung Jesu Christi liegt circa 2 Jahrtausende zurück, eine Zeitspanne, in der das eigentliche Volk Gottes, Israel, beiseite gestellt werden musste, denn sie lehnten den göttlichen Erlösungsplan ja ab. Die Offenbarung des Johannes beginnt mit einer einzigartigen Verheißung für den Leser in Vers 3 im ersten Kapitel. Wer das Buch liest, heißt es da, und die Prophetie des Buches bewahrt, dem wird Glückseligkeit versprochen. Und dieses Geschenk wird im Vers 7
im 22. Kapitel noch einmal wiederholt. Durch die Erlösung in Christus ist Freude, Frieden, Glückseligkeit das, was unser Leben dominieren soll. Unter einer Bedingung: die Befreiung von der Sünde durch Jesus Christus muss als ausschließlicher Heilsweg zunächst akzeptiert werden. Jedes einzelne Wort der Offenbarung wurde Johannes vom Heiligen Geist eingehaucht. In dieser Haltung gewöhnen wir uns an die alles beherrschende Position der Person Jesu Christi, unseres Erlösers, der in allem hinter Johannes steht. Das ist ein herrlicher, erkenntnisreicher Weg voller Überraschungen. Wir halten uns dabei an den Auslegungsgrundsatz: wo immer es Sinn macht, legen wir wörtlich aus. Wer einmal diesen Schlüssel zur Auslegung der Schrift selbst entdeckt hat, erkennt, dass mit diesem guten und segensreichen Schlüssel das Schloss jeder Tür im Buch der Offenbarung sich sehr leicht öffnen lässt. Das ist ganz wichtig, damit wir den Inhalt richtig verstehen. Kapitel 2 und 3 befassen sich mit dem, was ist, den sieben Gemeinden und dem Zeitalter der Gemeinde allgemein. Worin besteht die prophetische Zukunft der Gemeinde? Wir müssen verstehen lernen, dass sich die Gemeinde bzw. die Christenheit in zweierlei Hinsicht in sehr unterschiedlicher Weise mit dem Heilsplan Gottes auseinandersetzt. Erstens gibt es die wahre Gemeinde, die aus Juden und Nichtjuden besteht. Ihre Mitglieder kennen Christus wahrhaft als ihren Erretter und Erlöser, sind vom Heiligen Geist wiedergeboren und haben die Vergebung ihrer Sünden ganz bewusst und dankbar erfahren. Diese wahre, unsichtbare Gemeinde existiert von Pfingsten in Apostelgeschichte 2, 32 nach Christus bis zur Entrückung vor der Trübsal. Das versteht die Bibel unter dem Begriff Zeitalter der Gemeinde. Zweitens gibt es die sichtbare Gemeinde, die Kirche als Institution, die örtliche Versammlung und die christlichen Sekten. Die sichtbare Gemeinde wird von Menschen besucht, um Gottesdienst in unterschiedlichster Form zu feiern und Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu haben, um so eine angeborene Sehnsucht nach Gott zu befriedigen. Die sichtbare Gemeinde ist aber auch ein Teil der kulturellen Aktivitäten einer christlichen Gesellschaft, die sich gewohnheitsmäßig am Sonntag jeder Woche oder Weihnachten oder Ostern zum Gottesdienst in der Kirche versammelt. Von außen kann man nicht erkennen, wer von den Besuchern der Institution Kirche Jesus als Erlöser angenommen hat und wer nicht. Wir finden deshalb beide Gruppen, Gläubige und Nichtgläubige, in der sichtbaren Gemeinde. Jesus beschreibt dieses nun schon etwa 2000 Jahre dauernde Gemeindeleben in sieben kurzen, aber intensiven Briefen. Er schreibt dabei an die sieben Gemeinden in Kleinasien, die jede für sich die Zusammenkünfte anders gestaltet, andere Schwerpunkte setzt, einer Liturgie folgt, sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und so den Geist und die Seele der Besucher zu erreichen und zu stärken sucht. Das geschieht auf sehr unterschiedliche Weise, je nachdem, wie die Glaubensgemeinschaft ihrer Tradition folgend den Ablauf des Gottesdienstes in ihren Statuten festgelegt hat.
Auch die am Ablauf des Gottesdienstes beteiligten Personen sind in Bezug auf ihre Ausbildung und Stellung sehr verschieden. Auch wenn die gottesdienstlichen Elemente die biblische Grundlage des inspirierten Wortes berücksichtigt haben, so gibt es doch immer noch sehr große Unterschiede. Aus der untrüglichen Sicht unseres Erlösers Jesus Christus ergeben sich Einblicke in 7 verschiedene Gemeindetypen, die in ihrer Liebe zu Jesus, ihrem Umgang mit Sektierern, mit Irrlehre, mit anderen Religionen, mit Götzen erkennen lassen und uns zeigen, wo sie stehen. Die beiden Kapitel 2 und 3 im Buch der Offenbarung geben einen detaillierten Einblick in das Gemeindeleben von 7 grundsätzlichen Gemeindezuständen. Dieser Einblick, das sagt uns die Zahl 7, ist wiederum vollständig. Alles, was Gott wichtig ist in Bezug auf die Gemeinde, das steht in diesen 7 Beurteilungen. Diese 7 kurzen Briefe von Jesus haben es buchstäblich in sich. Sie sind komplett. Aber nicht nur das. Jesus kennt jede Gemeinde und jeden einzelnen Besucher, jedes Mitglied ganz persönlich. Und das seit 2000 Jahren. Wenn wir darauf eingehen, entwickelt sich ein hochgradig wichtiger Dialog mit unserem Herrn Jesus. Die Zahl 7 ist die biblische Vollzahl, mit der Jesus die ganze Vielfalt unterschiedlicher Gemeinden in etwa 2000 Jahren Gemeindegeschichte übersichtlich einordnet. Niemand, der es mit dem Gott der Bibel ernst meint, kann sich über irgendetwas beschweren, was Jesus entgangen sein könnte. 7 ist die Vollzahl, wie etwa bei der Schöpfung, die in 7 Tagen vollendet wurde, oder bei den 7 Gleichnissen in Matthäus 13. Das Besondere daran ist, bestimmte Wesenszüge dieser 7 Gemeinden kommen überall und immer wieder vor und sind für uns höchst beachtenswert. Der Autor ist Jesus, der nach seiner Himmelfahrt zuletzt eine hörbare Botschaft an Paulus auf der Straße nach Damaskus gerichtet hatte. Das war etwa 50 Jahre vor Abfassung des Buches der Offenbarung durch Johannes, der ebenso aufschrieb, was Jesus sagte. Und nur das. Die Sendschreiben richten sich eher an die sichtbare Gemeinde und nicht so sehr an die unsichtbare Gemeinde. Letztere ist, wie schon gesagt, der Leib Jesu Christi, der sich aus allen wahrhaft glaubenden und wiedergeborenen Menschen zusammensetzt. Dennoch kann, ja sollte, unbedingt das einzelne Glied der unsichtbaren Gemeinde seelsorgerlichen Nutzen ziehen aus dem, was Jesus hier sagt. Die nicht zu Christus hin bekehrten Menschen nennen wir Namenschristen. Sie haben den Namen, Christen zu sein, sind es aber nicht im biblischen Sinne. Sie haben keine persönliche Herzensentscheidung hin zu Jesus Christus getroffen. Sie singen zwar die gleichen Lieder, sie beten die gleichen Gebete, sie benehmen sich eben wie Christen, aber sie haben sich nicht abhängig gemacht von Christus, indem sie sein Opfer am Kreuz für sich persönlich beansprucht haben. Wie gesagt, der äußere Betrachter kann nicht auf Anhieb erkennen, ob sie wirklich wiedergeboren sind vom Heiligen Geist oder nicht, ob sie die Vergebung ihrer Sünden erfahren haben oder nicht. Ich kenne Menschen,
die sich das bewusst machen, wenn sie unsere Videoclips ansehen und sich zu Christus hin bekehren. Das ist der Weg von der sichtbaren zur unsichtbaren Gemeinde. Zurück zur Institution Kirche. Eine andere Bezeichnung dafür ist die bekennende Kirche, Staatskirche, Freikirche, die von sich sagt, dass sie christlich ist, ob ihre Mitglieder nun wirklich im neutestamentlichen Sinne bekehrt sind oder nicht. Während die unsichtbare Gemeinde ausschließlich aus Glaubenden besteht, kann die sichtbare auch fromme, aber nicht bekehrte Gläubige enthalten. Ich betone das so sehr, damit jeder, der sich diesen Clip anschaut, wirklich prüfen kann und ganz sicher weiß, wo er persönlich steht. Wie wir noch sehen werden, sind in den 7 Gemeinden, die Jesus im 2. und 3. Kapitel der Offenbarung beschreibt, jeweils beide Typen vertreten. Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass Christus gegen 5 dieser Gemeinden etwas einzuwenden hat. 2 dagegen seine volle Zustimmung finden. Darüber hinaus findet Jesus in 6 dieser Gemeinden etwas Gutes, aber in der 7. überhaupt nichts, dem er zustimmen könnte. Und diese 7. ist die Gemeinde unserer Zeit. Diese letzte Gemeinde mit Namen Laodicea lebt völlig außerhalb seines Wohlgefallens. Das 4. Kennzeichen ist, wie wir gleich weiter unten erklären werden, der Aufbau der 7 Briefe, die inhaltlich 4 Hauptgedanken gemeinsam haben. Das erste gemeinsame Element liegt darin, dass jeder Brief einen ganz bestimmten Teil der Beschreibung des Christus aus Kapitel 1 des Buches der Offenbarung enthält. Jeder einzelne Brief gibt einen Ausschnitt der Beschreibung Jesu Christi wieder, der in direktem Zusammenhang mit der Botschaft an eben diese Gemeinde steht. Das zweite gemeinsame Element besteht darin, dass jeder der 7 Briefe den Passus "Ich weiß" enthält. Christus bekundet damit "Ich weiß" um den inneren Zustand einer jeden einzelnen Gemeinde und eines jeden einzelnen Gemeindemitglieds. Das dritte gemeinsame Element aller 7 Briefe ist der Ausdruck "Wer überwindet". Überwinden heißt Fehler erkennen und ausmerzen. Danach folgt regelmäßig eine Verheißung, die mit dem besonderen Zustand der betreffenden Gemeinde zu tun hat. Ein viertes und letztes gemeinsames Element aller 7 Briefe ist der Satz: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist eine Ermahnung zum Gehorsam. Die Gemeinden sind dafür verantwortlich, dass sich die Mitglieder nach den Weisungen Jesu Christi richten, die der Heilige Geist dem Gläubigen vermittelt. Die wichtigste Frage ist, wie muss man diese Briefe auslegen? Einerseits enthalten sie Aussagen, die nur auf diese genannte Ortsgemeinde zutreffen. Andererseits werden Aussagen gemacht, die man nicht einfach nur auf diese Gemeinde und ihre besondere Situation beschränken kann. Am besten legen wir die Briefe aus, indem wir alles, was wir über die Zeit der Abfassung des Textes und den Autor Johannes wissen, soweit wir können, berücksichtigen und immer wieder wörtlich einen vernünftigen Sinn suchen. Und wenn sich der ergibt, dann legen wir eben wörtlich aus. Schließlich bitten wir den Heiligen Geist um seine intensive Hilfe. Das ist das Wichtigste, denn der Heilige Geist hat den Text dem Johannes eingehaucht. Der Text in einer autorisierten Übersetzung ist fehlerfrei.
Daraus ergeben sich drei wertvolle Feststellungen. Einmal müssen die Gemeinden damals wirklich in Kleinasien existiert haben. Gleichzeitig repräsentieren sie sieben Typen von Gemeinden, die es damals gab. Der zweite wichtige Faktor, alle sieben Typen von Gemeinden sind während der ganzen 2000-jährigen Geschichte der Gemeinde vorhanden. Welcher Zeit wir uns auch zuwenden, wir werden immer wieder alle sieben Gemeindetypen entdecken. Dies wird uns bis zur Entrückung der Gemeinde so bleiben. Der dritte Faktor, jede der sieben Gemeindetypen hat zu einer ganz bestimmten Zeit der Kirchengeschichte eine dominierende Rolle gespielt. Das können wir rückblickend mit recht genauen Jahreszahlen belegen. Die sieben Briefe zeigen uns also sieben Geschichtsepochen aus den letzten 2000 Jahren, die die sichtbare Gemeinde durchlaufen hat. Die sieben Gemeinden stellen also zusammen das komplette Gemeindezeitalter dar. Die sieben Briefe gehören zusammen und Johannes soll alle sieben in einem Buch an jede Gemeinde senden. So heißt es in Offenbarung 1, Vers 11. Auch die Namen sind nicht zufällig gewählt, sondern haben eine wichtige Bedeutung für die Gesamtbeurteilung des Gemeindezeitalters. Ist es also wichtig, die weitreichende Bedeutung der gemachten Einzelaussagen zu beachten. Wir erkennen folgende Gliederung der Sendschreiben. Empfänger, Beschreibung des Christus in Bezug auf gerade diese Gemeinde, Lob, Tadel, Mahnung, Verheißung. Jeder, der sich zum Christentum bekennt, gehört in seiner praktizierten Religiosität entweder zu Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia oder Laodicea. Aus diesen sieben Typen ist die Gesamtgemeinde aller Christen zusammengesetzt. Jesus spricht seelsorgerlich durch die sieben Briefe zu jedem Christen. Jede Gemeinschaft derer, die sich zum christlichen Glauben bekennt, gehört zu einer der verschiedenen Kategorien, die das Christentum als Ganzes ausmachen. Es gibt evangelikale und pfingstliche Katholiken, zum Katholizismus neigende Protestanten, Sektierer, Gegner des Sektierertums, exklusive Christen, die keine Sektierer sind, Heilige inmitten von verheerendem Abfall und Abtrünnigkeit, sowie Gottlose inmitten des aufrichtigsten und lebendigsten Glaubens, Licht an dunklen Orten und Finsternis inmitten von strahlendem Licht. Die sieben Gemeinden sind in jeder Kirche und Glaubensgemeinschaft zu finden. Das bedeutet, die sieben Briefe verlangen eine direkte und ernste Anwendung für jeden von uns. Sie gehen jedem Menschen an. Sie haben eine Nachricht für jeden von uns und für Christen aller Zeiten. Zusammen stellen sie jede Phase christlicher Gemeinschaft dar, die überhaupt jemals im Christentum vorkommen kann. Damit ist es Jesus möglich, Trost, Rat, Ermahnung, Warnung, Drohung auszusprechen, und zwar bis zum Ende dieses Zeitalters. Und niemand kann sagen, das geht mich nichts an. Es gibt also neben der historischen auch eine geistlich-seelsorgerliche Anwendung für jeden Einzelnen. Ephesus bedeutet Geliebte oder Erquickung. Die Zeit von 32 nach Christus bis 100 nach Christus. Smyrna bedeutet so viel wie Myrrhe
oder Bitterkeit, die Zeit von etwa 100 bis 313 nach Christus. Pergamon, hoher Turm oder innig verheiratet, Zeit 313 nach Christus bis 600 nach Christus. Thyatira, fortwährendes Opfer oder ständiges Darbringen, Zeit 600 nach Christus bis 1500 nach Christus und weiter bis zur Trübsal. Sardes, die Entkommenen oder Wiederherstellung, Zeit 1500 nach Christus bis zum Ende dieser Zeit. Philadelphia, Bruderliebe, Zeit 1900 nach Christus bis zur Trübsal hin. Und Laodicea letztlich, das beherrschende oder wortführende Volk oder auch Gericht des Volkes in der Zeit zwischen 1900 bis zur Trübsal. Wer jetzt wahre Gemeinschaft mit Jesus Christus sucht, wird in alle Ewigkeit die Gemeinschaft mit ihm genießen dürfen. Liebe Zuschauer, ich segne Sie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, mit Ihnen zusammen durch diese wichtige Passage gegangen zu sein. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt.